Moin Leute und damit ein recht herzliches Willkommen zum nächsten Vlog hier auf diesem Kanal. Es müsste jetzt der 6. sein. Es tut mir unwahrscheinlich leid. Gestern war irgendwie ganz, ganz komisch. Ich schätze mal, ich habe ganz am Ende vom Schnitt nochmal was gesagt. Es tut mir leid. Irgendwie war gestern der Wurm drin und gestern habe ich dann doch am Ende nur am Rechner gesessen. Eigentlich wollte ich gestern viel mehr schaffen. Heute auch. Problem ist leider, und das ist jetzt kein Witz. Erstens, draußen hat es geschneit. Das ist total schön. Bisschen Schnee. Und zweitens, wir haben es 15.25 Uhr. Ich mache mir jetzt das erste Mal was zu essen. Also irgendwie, in letzter Zeit ist so ziemlich der Wurm drin. Ich komme nicht zu dem, was ich machen will. Und ja. Auf der anderen Seite will ich meine Stimme schonen. Meine Mandeln gehen irgendwie nicht so richtig fit. Und ich habe auch das Gefühl, die wollen auch nicht so richtig fit gehen. Das ist halt schon ein bisschen nervig. Kommt da noch erschwerend hinzu, dass es mich halt aktuell abfuckt. Weil ich würde gerne irgendwie mehr auf YouTube machen als aktuell nur die Videos. Aber Streamen mit dem Ding ist halt irgendwie auch nicht so das Wahre. Ich werde hier jetzt Wasser aufsetzen, um mal wieder Tee zu trinken. Und dann mache ich mir hier Eier. Irgendwas zum Frühstück halt, damit ich irgendwas essen habe. Zu jedem ist ein Toastbrot. Ein bisschen was haben wir noch. Irgendwie so wird es jetzt aussehen. Und da werde ich euch jetzt einfach noch ein paar Schnittbilder zeigen. Es tut mir leid, Leute. Ich bin irgendwie, also bin gerade nicht so auf der Höhe. Aber hey, so sieht mein Leben aktuell aus. Ihr wollt wissen, wie mein Leben aussieht. So sieht es aktuell aus. Ich bin krank. Und das ist tatsächlich so ein Standardding, was ich auch mache, wenn ich krank bin. Also ich mache da jetzt nichts irgendwas Besonderes, sondern so sieht halt mein Leben aus, wenn ich krank bin. Bestimmt spannend, oder? Total. Der Rechner startet und ja, ich habe jetzt gegessen, mal mit meinem Vater noch ein bisschen geklönt. Ja, und jetzt haben wir heute den 3. Dezember. Der Vlog für morgen ist noch nicht fertig geschnitten, weil ich mir die letzten Abende immer ein bisschen für mich genommen habe. Deswegen muss er jetzt geschnitten werden, damit er auch noch fertig wird. Denn das ist ja immerhin einer von denen, die fertig werden sollten. Eine von den Sachen, die kommen müssen. Zwangsläufig. Irgendwie habe ich das Gefühl, dieses Bild auf der Kamera. Ich brauche dringend eine neue, Alter. Das Bild auf der Kamera sieht irgendwie scheiße aus mittlerweile. Ist alles total strange und keiner. Total weird. Ich sehe es auf dem Bildschirm zur Kontrolle nicht mehr so, wie es in Realität ist. So, ich muss jetzt. Warum ist das eigentlich voll, das ist nicht du? Ich muss jetzt einmal Vegas öffnen. So, jetzt habe ich 50 Minuten Vlog zu cutten auf irgendwas unter 10 Minuten am besten, weil an sich will ich unter 10 Minuten bleiben mit den Vlogs, damit es halt nicht mehr so ewig lange Vlogs sind, weil sie halt auch täglich kommen. Also wenn man mal einen Tag nicht schauen kann, ist man sonst am Arsch, wenn man es dann nicht mehr schafft. Deswegen versuche ich eigentlich mal unter den 10 Minuten zu bleiben. Das wird interessant, ich habe auch keine Ahnung, was da genau ist. Ich glaube, das ist der ganz weirde Vlog, wo plötzlich Ende ist. Wenn ich einfach dumm bin und ich dann am nächsten Tag, also am ersten, spät in der Nacht noch die Endaufnahme gemacht habe davon. Wenn mich nicht alles täuscht, müsste das Ding sein. Es ist das Ding. Huch. Hier werde ich dann übrigens reinschreiben, die sollen mal ordentlich Fragen in die Kommentare schreiben. Dann gibt es da bald, also morgen dann mal Frage-Antwort-Video. Das erste und dann wird das schon. Also ich muss jetzt cutten und dann muss ich eventuell nochmal aufräumen. Und dann, ja, heute Abend auch kein Vlog, kein Stream. Ich werde wahrscheinlich morgen Abend wieder streamen, also am Freitag. Ich werde wahrscheinlich, wenn der Vlog online kommt, vielleicht sogar schon wieder häufiger streamen. Keine Ahnung. Um mich einfach nochmal zu schonen. Wir sehen uns, würde ich sagen, später oder so. Ich glaube, ich stelle euch jetzt nach da, währenddessen ich cutte. Ja, ihr kennt die Sicht schon. Ich weiß, ihr kennt sie zur Genüge. Ich hatte euch neulich auch da stehen oder da oben. Ich weiß aber nicht, wie die Sicht ist, weil ich das noch nicht geschnitten habe, noch nicht gesichtet habe. Deswegen stelle ich euch erstmal dahin, weil ich da weiß, dass die Sicht ganz gut ist. Fuck, da ist besetzt. Da steht aktuell eine Flasche.
Wollen wir euch mal umstellen, ne? Also richtig Licht wieder einschalten. Und das hier passt perfekt. Leute, dann würde ich sagen, setze ich mich mal ans Schneiden. Ne? Viel Spaß! Leute, es ist jetzt, wie spät? Ich glaube 19:36 ist jetzt. 19:36. Ich habe jetzt 5M gestartet, weil ich jetzt dann doch ein bisschen was für die Rettung machen muss. Muss jetzt Fahrzeuge kaufen und so weiter und so fort. Habe effektiv geschnitten und es ist ein sehr schöner Vlog geworden, finde ich zumindest. Ich habe nochmal reingeschrieben, dass ich für morgen dann ein FAQ vorbereite. Das heißt, morgen werde ich mich irgendwo hinsetzen, wahrscheinlich irgendwo draußen hinsetzen. Einfach mal ein bisschen entspannt, ein bisschen draußen rumgehen. Und dann nochmal irgendein FAQ aufnehmen, damit ihr einfach mal ein bisschen was über mich erfahrt. Vielleicht auch was, was ich sonst eventuell nicht so erzählen würde. Ansonsten sollte es das sozusagen sein. Ich weiß halt nicht, was heute noch passiert. Ich habe den Stream für heute abgesagt. Ich werde meine Stimme noch mal ein bisschen schonen für heute. Werde heute ausnahmsweise dann dementsprechend auch nicht mehr so ewig viel reden mit irgendwem, sondern einfach mal entspannt machen den Abend. Ja, ich kann noch mal schauen, wie das jetzt beim Mediamarkt aussieht. Da mittlerweile irgendwie mal was sich was geändert hat zur Kamera. Ich bin nämlich der Zeit langsam, werde ich mich etwas mad, wenn die am 1. ankommen sollte und bis heute noch nicht versendet wurde, dann, also irgendwie fühle ich mich dann doch ein wenig verarscht, dann soll man halt nicht sagen, das ist das garantierte Lieferdatum und so weiter, wenn es das dann halt nicht ist, ne? So, ich habe an sich nicht das Problem damit, wenn Sachen länger brauchen, als sie sollen, aber es wird halt auch nicht aktualisiert, ne? Bis zum 1. stand immer noch garantiertes Lieferdatum 1. Und dabei wurde es noch nicht mal versendet. Also, keine Ahnung, was das soll. Das ist irgendwie ein bisschen lächerlich und ich kann sowas irgendwie nicht ab. Das nervt mich. Also, wenn ich jetzt auf meine Käufe gehe, steht da Bestellung wurde versandt. Die Lieferung verfolgen. Und das passiert. Gar nichts. Was soll das? Es ist halt nicht meine Versandverfolgung da. LOL. Ich dachte kurz, ich fühle mich verarscht. Aber ja, ich fühle mich richtig verarscht. Gut, also ich habe nicht mal eine Ahnung, wo die gerade hängen. Das ist super. Danke dafür. Übrigens, ich weiß ja, vor 2 Tagen oder so hatten wir einen Stream, also mittlerweile vor 5 Tagen, hatten wir einen Stream, wo ich so eine Lichterkette um mich rum gemacht hatte. Ich weiß nicht, ob man es gestern oder so oder vorgestern in dem Vlog gesehen hatte. Die hängt jetzt da vorne. Also habe ich mir jetzt vor mein Face gehangen. Irgendwie da so reingehangen, wie es irgendwie funktionierte. Keine Ahnung, ob die so da hängen bleibt. Also übrigens, beide sind null irgendwo getaped oder festgemacht. Ne? Nur die ist hier oben und da oben getaped. Und ich glaube, da hinten noch einmal da. Da. Ansonsten ist auch die nicht getaped. Die ist alles nur so und hier ist gar nichts getaped. Ist alles nur irgendwo hintergeklemmt und zwischengesteckt und Co. Mal schauen, wie es läuft. Wenn es abfliegt und mir in die Fresse fliegt, dann weiß ich warum. Ansonsten ist heute einfach auch wieder nicht viel los. Eigentlich wollte ich noch aufräumen. Mal schauen, vielleicht mache ich das nachher noch. Dann stelle ich auch nochmal irgendwo auf. Weil der da ist schon wieder ziemlich voll. Da unten liegt schon wieder ziemlich viel Kladderadatsch rum. Also an sich wäre es schon wieder Zeit dazu, das zu tun. Ja? Nur irgendwie fehlt die Zeit. Obwohl ich krank bin, fehlt die Zeit. Das ist so bescheuert. Ich weiß auch nicht, ob ich mich irgendwie mit unnötigem Kram beschäftige, aber eigentlich nicht. Ich habe jetzt, wie gesagt, vorhin 1,5 Stunden oder so geschnitten. Am letzten wieder von gestern. Ja, von 4. LOL.
Ich sag mal von gestern, aber das ist ja voll fail, weil ich habe ja 3 Tage Vorlauf. Genau, muss dann nachher auf jeden Fall noch den zweiten Vlog schneiden, das ist ganz klar. Sonst würde das nicht funktionieren. Und ja. Geil, also Mediamarkt finde ich super. Warum habe ich es mir denn beim Mediamarkt nochmal geholt? Ach ja, um einen deutschen Vertragshändler zu haben. Um die Sicherheit des Garantiefalls zu haben. Ja. Oh Mann, ey. I hate it. Ich denke mal, irgendwas wird heute noch kommen. Es sind so bescheuerte Vlogs gerade und es tut mir so leid. Ich weiß nicht, irgendwie. Ich meine, ihr feiert und das feiere ich auch, dass ihr das feiert, ja. Obwohl ich da irgendwie manchmal das Gefühl habe, die sind so kacke geschnitten, die Vlogs, weil ich dafür eigentlich kaum Zeit habe. Jetzt habe ich mir die Zeit genommen mit den 1,5 Stunden, aber die habe ich halt unter der Woche nicht, ne? Also wenn ich nicht krank wäre, wird schon werden, ne? Irgendwann sehen wir uns heute nochmal. Wobei auch immer, wir sehen uns nochmal. Versprochen. So, 3 Uhr nachts kann jeder, deswegen machen wir um 0.40 Uhr uns auf den Weg zu McDonald's. An ihn. Why not? Scheiße, es hat heute Nacht vorhin geschneit. Ich habe euch das gar nicht gesagt, doch habe ich. Das heißt, wenn es schlecht gelaufen ist, ist jetzt vereist und ich habe Probleme. Sonst nichts zu tun in meinem Leben. Wird reichen. Muss reichen. Ich kann auch jetzt die ganze Nachbarschaft aufzuwecken, weil ich mir Essen holen will. Ich meine, andere müssen auch zur Nachtschicht raus, aber nicht um 0.40 Uhr. Und ich muss in 15 Minuten bei Mc's stehen. Ganz schön hart eingefroren auch. Fucky, fucky, fuck, fuck. Ich hatte in meinem Leben schon echt schlaue Ideen. Als diese hier. Egal, Leute, egal. Wir probieren's. Und ich sehe halt fucking eigentlich. Also, ich zeige euch jetzt nicht, wie wenig ich sehe. Weil dann guckt ihr mich alle an, so, bist du behindert, dass du so fährst. Also ja, ich bin behindert. Stimme ich vollkommen zu. Hier hätte ich jetzt weniger Schiss damit, eiskalt zu kratzen. Jetzt wäre es mir egal. Hier hinten kennt mich keine Sau. Scheiße, Alter. Nee, scheiße, ich muss anhalten. Ich muss kratzen, das geht nicht. Aber ich halte mich jetzt hier an und kratze hier. Lol. Ich kratze einfach so richtig random irgendwo, wo mich jetzt halt keiner mehr kennt. Bis ich zu behindert kommt, Alter. Ich hasse mich. Jetzt sieht es besser aus. Da hat mir wer was eingemalt. Da hat mir wer was in mein Auto gemalt. Das sehe ich jetzt erst. Wer auch immer das war. Süß. Oh, jetzt ist frei. Jetzt kann ich fahren. Und gleich einmal wissen, wie der Abholcode ist. Oh, sie hassen mich. Sie hassen mich. Abgrundtief werden sie mich hassen. Hallo, was kann ich für Sie tun? Hallo, ich habe bestellt mit dem Code PU36. Kommt da noch was zu? Nein, das wäre alles. Dann haben Sie 16:10, erstes Fenster bitte. Wunderbar, danke. Dann zahle ich einmal mit Karte. Ja. Also so 4-5 Minuten vorher komme ich schon kacker. Hätte ich mich da als Fahrer damals, wäre der bei mir 5 Minuten vor Dienstschluss eingegangen, hätte ich den geköpft. Nee, aber was super geil ist, ich weiß nicht, irgendwie stelle ich mir das zumindest ganz cool vor. Ich hätte es zumindest gerne mal gemacht immer. Zu sagen, ich fahre durch so einen McDrive ewig oft. Einfach so, keine Ahnung, ich bestelle mir 5-mal genau das, was der Vordermann hat. So die Dinger, weißt du, so. Nicht ich fahre 100-mal durch und hol 100 Cheeseburger oder so, sondern ich fahre jetzt hinter einem Auto rein und sage, ich möchte genau das gleiche wie der Vordermann. Ich weiß nicht warum, aber das triggert mich irgendwie, das irgendwann nochmal zu machen. Einfach nur, um zu wissen, was sich so Leute bestellen und ob das so Sachen sind, die man auch selbst mag. Triggert euch sowas auch oder bin ich da voll so alleine mit?
fühle mich jetzt wieder ganz awkward, wenn so viele in die Kommentare schreiben. Was bist du denn, Alter? Schreib es doch mal in die Kommentare. Ansonsten würde ich einfach sagen, ich bedanke mich heute für den Vlog und hoffe, wir sehen uns morgen zum FAQ. Ja? Sehen wir uns dann und dann mal schauen, was für Fragen kommen. Ne? Wir sehen uns. Haut rein und ciao, ciao.